Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part waren wir im Kampfhaus. Heute geht es direkt zu Serena in den Kampf, in den Rivalenkampf. Naja, reden wir nicht lange drüber. Auf geht's. Hey Zwergfürst. Lass uns gegeneinander kämpfen und du wirst dein blaues Wunder erleben. Ja, los geht's, wie gesagt. Dann werden meine Pokémon-Team und ich dich mal gehörig ins Staunen versetzen. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Serena. Psyogon wird von Serena Pokémon-Trainer eingesetzt. Los, Christoph! Und was soll Christoph tun? Würde ich mal sagen, setzen wir gleich mal als erstes die Attacke Surfer ein. Und gucken, was passiert. Ja, nicht. Surfer! Ja, sieht gut aus. Sieht zumindest nicht schlecht aus, würde ich sagen. Und Psyogon wurde besiegt. Nächstes bitte. Serena setzt Pixie ein. Okay. Pixie? Wieso sagt mir das was? Mega-Entwicklung und Hydro-Popper. Pixie, woher kommt mir der Name Pixie bekannt vor? Habt ihr als Kinder auch diese Pixie-Bücher gelesen? Genau daher kenne ich das. Pixie-Bücher. Pixie. Wer kennt die Pixie-Bücher? Schreibt es in die Kommentare. Christoph wurde besiegt. Okay. Dann ist Lucario jetzt mal in der Reihe. Stegosieb. Habe ich lange nicht mehr eingesetzt. Und jetzt weiß ich wieder warum. Es wirkt nicht. Oha. Die Attacke kommt mir bekannt vor. Irgendwo habe ich die auch schon mal gesehen. Gab's doch irgendwas namens Pokémon Liga. Namens Champ, wo ich das mal gesehen habe. Dann würde ich mal sagen Nitro-Ladung. Auf geht's. Komm, Let's Play Markus. Den Rest wirst du auch noch schaffen. Gib ihm den Rest. Genauso. Vielen Dank. Let's Play Max versucht Psychokinese zu erlernen. Okay. Psychokinese. Soll ich durch Psychoschock vertauschen? Ja, ich glaube, das ist ganz effektiv. Gut, wird getauscht. 1, 2 und schwupp. Let's Play Markus hat Psychoschock vergessen und Let's Play Markus erlernt Psychokinese. Dank des EP-Talers erhält auch der Rest des Teams einige EP-Punkte.
Serena setzt als nächstes Kaijutsu ein. Da bin ich ja perfekt mit Netzwerk Markus dabei. Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Ich nehme mal Jason. Die ist zwar noch Level 45. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass der noch Level 45 ist, aber er ist noch Level 45. Und dann würde ich mal sagen, ein Body Slam. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hält er es ja aus, aber man kann sich auch mal täuschen. Los, Ivelte! Jetzt habe ich mal wieder meine Ivelte rausgeholt. Muss mal Phantomkraft ein. Joa, das war nicht sehr effektiv. Kann man wohl so sagen. Ja, das war effektiv. Oh, Kacke. Wie sehr ich auf diesen Kampf nicht vorbereitet bin. Die Welte, du kriegst mal ein bisschen Hypertrank. Hypertrank. Ne, Hypertrank müsste es heißen. Okay. Nachler. Er startet. Was ist mit dem los? Einfach zu Elster Start. Alter Schwede. Animation einfach ausgesetzt. Okay. Ja. Schön. Ah, da ist er wieder. Ne. Einfach eingefroren. Heilen wir den mal. Von seiner Starre. Okay. Ja, sieht doch ein bisschen ulkig aus. Aber was soll es? Wir haben ihn jetzt geheilt. Hauptsache es wirkt. Ist eigentlich scheißegal, was passiert. Das nicht. Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Gut. Ich werde dann mal alles daran setzen, mal mein Pokémon-Team zu heilen, oder? Gut, einmal Fliegen einsetzen, bitte. Danke. Gut. Der wäre besiegt. Justin erreicht Level 57. Flamara. Okay, ich muss dann mal meinen Christoph wieder rausholen. Okay, das klang jetzt gerade nicht so toll. Einmal Beleber. Ja, weil ich wusste, dass genau das jetzt passiert. Dann würde ich mal Christoph hier in den Kampf schicken. Drei Pokémon noch. Ach du Scheiße. Wie lange soll das denn jetzt hier noch dauern? Wie lange soll das hier dauern? Ja. Feuersturm auf Christoph. Klar. Flamara wurde besiegt. Gut, ich hoffe, der hat sich jetzt langsam mal. Genau. Gut, nächstes Pokémon her. Absol. Das ist jetzt, glaube ich, das letzte Pokémon. Das kriegen wir auch noch fertig. Aber er setzt die Mega-Entwicklung ein. Mega Absol.
Okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. Hab ich ja nicht entwickelt, also. Bin ich ja nicht schuld dran. An Christophs Tod schon jetzt, also. Da bin ich schuld dran. Tut mir leid. Ja, Lucario muss das jetzt ausbügeln. Ich würde mal sagen, mit Nahkampf. Ja, siehste, geht doch. Mega Dingens wurde besiegt. Ich habe gerade den Namen, ich habe innerhalb von 2 Sekunden den Namen vergessen. Ach so, absurd, ja. Hab mich wieder dran erinnert. Genau, ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Mega absurd wurde besiegt. Ich werde herausfinden, was deine Stärken sind und aus meiner Niederlage lernen. Let's Blabben gewinnt 7000 Poké-Dollar und geht siegreich aus diesem Rivalenkampf gegen Serena hervor. Hier, Zwergfürst, das ist für dich. Let's Blabben erhält Absolnit. Absolnit wurde in der Itemstasche verstopft. Ich habe 2 Absolnit-Steine gefunden, aber ich teile sie mit dir. Hoffentlich lindert dies den von Flordelis gefühlten Schmerz ein wenig. Flordelis Schmerz? Wie soll Flordelis Schmerz mir... Ach, egal. Ich soll dir von Professor Platan ausrichten, dass es ihm offenbar gelungen ist, das Geheimnis um Mega-Ring und Megastein teilweise zu lüften. Es dürfte wohl bei der Sonnenuhr in Fluxia City auf dich warten. Ja, dürfte wohl, ne? Gut, dann werden wir uns gleich mal nach Fluxia City begeben. Nichts zu Fuß, sondern mit einem Flug-Pokémon. Aber erstmal heile ich hier mein Pokémon-Team. Vorausgesetzt, ich finde das Pokémon-Center, ja genau hier. Gut. Und gerade eben haben wir ein Absolnit, also ein Megastein bekommen. Und da kann ich ja sagen, das ist eines der Sachen, die ich in diesem Let's Play nicht mehr machen werde. Und zwar alle Megasteine zu suchen und die dazugehörigen Pokémon zu finden und die zu entwickeln. Das werde ich nicht mehr machen. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr euch das Spiel gekauft habt und das dann spielt. Aber für mich wird das hier zu lange sein. Da das ein Absol habe ich außerdem gar nicht. Dann müsste ich erstmal suchen und fangen. Los geht's. Fluxia City. Gut, auf zur Sonnenuhr. Und da schon Professor Platan, der steht hier die ganze Zeit rum. Der hat nichts Besseres zu tun, als hier auf uns zu warten. Dann sprechen wir ihn gleich mal an und ja, finden heraus, was er von uns will. Hallo, Let's Play Ben. Kreuz und quer durch die Kalos-Region zu. Dachchen. Kreuz und quer durch die Kalos-Region zu reisen, geht schon an die Substanz, nicht wahr? Ich rechne es dir hoch an, dass du diese Strapazen für mich auf dich nimmst. Für dich, ja. Für dich, ja, ist klar. Mach ich nur für dich. Serena hat dir sicher schon davon erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, die Kraft des Megarings zu verstärken. Doch zuerst eine kleine Einführung in das Thema Megasteine. Och nee, jetzt kriege ich hier einen ganzen Vortrag gehalten. Also auf einen Vortrag hatte ich gerade keine Lust. Also wenn ich einen Vortrag hören will, gehe ich in die Schule. Für alle, die es nicht wissen, ich habe gerade Ferien. Also ich bin kein Schulschwänzer. Ich habe gerade Ferien.
Du fragst dich sicher, wo sie herstammen. Nun, das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich nehme an, dass es sich dabei um besondere Steine handelt, die vor 3000 Jahren mit den Strahlen der ultimativen Waffe in Berührung gekommen sind. Sie tragen also die Macht des legendären Pokémon Yveltal in sich. Das ist zumindest meine Theorie zu dem Megastein. Möglicherweise haben wir es hier mit einer neuen Form von Entwicklungsstein zu tun. Was es mit dem Mega-Ring auf sich hat, möchtest du wissen? Nun ja, er ist mit einem außergewöhnlichen Stein besetzt, der die Gefühle zu den Pokémon in eine besondere Form und von Energiewelle umwandelt. Damit ähnelt er der Sonnenuhr hier. Denn sie wandelt das Licht der Sonne in eine mysteriöse Form von Energie um. Jeden Abend um 20 Uhr gibt die Sonnenuhr von Fluxia City für genau eine Stunde gebündeltes Sonnenlicht ab. Seit nunmehr 3000 Jahren ragt dieses geheimnisvolle Bauwerk hier schon hoch empor. Der Zusammenhang zwischen ihm und dem Megaring liegt jedoch völlig im Dunkeln. Hey, Let's Play Man, los, fass mal die Sonnenuhr an. Den soll ich dir auch noch antatschen. Das Ding ist doch 3000 Jahre alt, das wird doch schon so was von... Na gut, lass mal antatschen. Was passierte gerade? Du wurdest in der Geheimbasis der Energie des legendären Pokémon ausgesetzt und dein Megaring hat das Licht der Sonnenuhr absorbiert. Beide Kräfte sind nun in deinem Megaring vereint. Wenn du jetzt in der Nähe eines im Boden versteckten Megasteins kommst, sollte er eine Reaktion zeigen. Allerdings nur solange die Sonnenuhr gebündelt Strahlen aussendet. Jetzt kannst du ganz Carlos nach diesem besonderen Stein absuchen. Ja, schön. Hättest du mir das vielleicht in einem Satz sagen können oder in zwei hin und mir nicht einen halbstündigen Vortrag halten können? Ja, aber dafür ist er ja Professor, dass er Vorträge hält. Gut. Würde ich mal sagen, brechen wir mal auf nach Route 22, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Da soll die Höhle, die wir suchen, liegen. Dafür müssen wir erstmal auf nach Nuvaria City. Da soll dann später mal irgendwann ein legendäres Pokémon aufkreuzen. Gut, Route 22 müsste genau hier sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Der Detourneeweg. Und gegen die habe ich natürlich noch nicht gekämpft. Wie das? Egal. Schau mal, das ist eine Pokémon-Kampftechnik, die ich von der Arena-Leiterin Viola gelernt habe. Okay. Wow, du bist vielleicht sogar stärker als Viola. Ja, weitaus stärker. Ich bin der Pokémon-Champ und habe die Top 4 besiegt. Let's Play Ben gewinnt 420 Pokédollar. Ich will mehr Geld. 420 Pokédollar, das ist Betrug. Ich habe sonst immer viel mehr Geld dafür gekriegt, dass ich einen Pokémon-Kampf bestanden habe. Auch noch jemand. Go, go, Goldini, go. Okay, sie hat definitiv einen Schaden. War nicht allzu schwer mit den Level 6er Pokémon. Ja, ist halt ziemlich am Anfang. 144, ich bekomme hier nur so wenig Geld. Das sind ja auch Level 6er Pokémon. So, hier ist nichts. Wie komme ich denn jetzt hier am blödesten auf Route... Ja, ich bin schon auf Route 22, aber irgendwie muss ich ja noch zu dem Flüsschen dort kommen, wo ich hin will.
das wäre auch geschafft. Oh, nicht noch ein Trainer. Was ist denn hier heute los? Das kann doch nicht wahr sein hier. Aber nö. Jede Menge Trainer hier. Oh nö, nicht doch. So, hier noch durch. Natürlich muss ich gegen die auch noch kämpfen. Sag mal, was habe ich denn gemacht, als da das erste Mal durchgegangen bin? Ich bin doch da überall schon mal durchgegangen. Das ist. Wie genau habe ich die überwunden? So, nächster Trainer besiegt. Weiter geht's. Hier wollten wir hin, hier wollten wir mal ein bisschen Surfer einsetzen. Und da brauchen wir Kaskade für. Jetzt mal Kaskade einsetzen. Christoph hat Kaskade, der hat und setzt jetzt Kaskade ein. Schwupp geht's runter. Und da lang. Oha, was da los? Zapdos. Ein wildes Zapdos erscheint. Okay. Da geht's schon los mit den legendären Pokémon hier. Alles klar. Fangen wir uns das. Ach, ergreift die Flucht. Okay, ja. Das können wir wohl nicht beim ersten Mal fangen. Auch ein bisschen. Hier ist eine Höhle. Ja, die Kammer der Leere. Hier ist nichts in der Kammer der Leere. Einfach leer. Das ist nichts. Nur ein kleines Item liegt dort in der Mitte. Namens Spuktafel. Spuktafel wurde natürlich in der Itemstasche verstaut. Gut. Hier sind wir jetzt auf Route 22, dem Detoni-Weg. Und machen noch einen Kampf. Natürlich will der Trainer auch noch gegen uns kämpfen. Tag, Felix. Ja, das ging sehr schnell. Gut. Kann ich hier mal rüber? Joa, kann mal rüber. Stärke. Ein Stärkefelsen. Okay, da ist noch ein Trainer neben. Möchte ich jetzt nicht noch besiegen. Ja, war klar. Na gut, machen wir's. Eine Runde Trainer heute hier. Auch hier wieder gesiegt. Ein bisschen Geld einkassiert und weiter geht's. Können wir den irgendwie verschieben? Nee, nicht wirklich. Aber den hier können wir verschieben, oder? Den hier. Okay. Was will die Tier von uns? Ah, ich glaube, ich weiß es. Schon mal rum. Und das war vermutlich ein Fehler. Genau, und dann hier mal rum. Und da mal runter schieben. Das dürfte doch gehen jetzt hier. Und rein da. Und zack. Und von hier mal zack die Bussteuerin. Und dann kann ich hier ran. Schieb! Ah, von hier vorsteht. Und hier. Wo ist die Stelle, um da anzukommen? Na, sehr hübsch. Na, ja, das war doch vorher. Einmal hier rein damit, bitte. Hier rein. Und da rein. Und hier. Einmal da lang. Und da rein. So, jetzt kann ich den hier rein und. Und Item, komm her. Let's Play Ben findet das Item TM26 Erdbeben. Ach, nur für Erdbeben? Na, schön. Jetzt habe ich hier den ganzen Umstand nur wegen einer Tanigabeere und einem TM gemacht. Ja, wunderschön. Gut. Gut. Das war dann heute ein bisschen ein, ja,
geilere Part. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Du erhältst eine Nachricht auf deinem Holo-Log. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Ja, und wer dieser mysteriöse Mensch ist, der uns da gerade auf unserem Holo-Log anruft, das erfahren wir im nächsten Part. Ja, bis denn und ciao, ciao, adios, würde ich sagen. Haut rinne.